Hallihallo, ihr Lieben. Die Nachbarsbauern, zwei Ahnungslose voller Tatendrang im Wald, sind wieder unterwegs. Und ja, ich darf mal wieder Bäume verladen hier von der zweiten Transportmission, nachdem ja gestern es ein bisschen chaotisch war. Aber wir haben es ja geschafft. Ja, und ich weiß gar nicht, was Andi treibt. Was machst du denn Schönes? Jacki, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kannst du mal kurz aus dem Traktor aussteigen? Wieso? Einfach willst du zu mir kommen? Nee, einfach mal, steig mal aus. Ach so. Und dann kannst du mal mit dem Mittelcursor irgendwie über den Schnee mal drüber hovern. Oh ja. Oh, sehr viel Schnee. Okay, gut. Hab ich gerade gesehen. Bereite unseren Hof vor. Oder wie auch immer. Also das eine Grundstück, was wir jetzt da gekauft haben, beziehungsweise wo dann das Eisenwerk dann hinkommen soll, da stehen ja noch einiges an Bäumen so unten am Straßenrand. Da gehe ich jetzt mal mit der Kettensäge. Au! Jacki, ich bin leider gestorben. Tut mir leid, ich muss die Folge jetzt beenden. Okay, tschüss. Ich mach's aber alleine weiter. Mir ist gerade ein Baum auf den Kopf gefallen. Mir fallen Bäume vor den Traktor. Nein. Drei Stück, alle drei daneben. Es ist wieder Party hier. Party? Party. Party, Party. So. Ich muss unbedingt bis zum nächsten Stream mal nach anderen Poltergabeln suchen. Weil die ist irgendwie nicht so optimal. Und was ist, wenn wir einen Radlader uns holen? Ja. Irgendwann vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das so schnell. Warum nicht? Ich meine, ob wir das Eisenwerk jetzt noch ein bisschen schieben oder nicht, das ist, glaube ich, jetzt nicht so. Ich meine, wichtig ist halt, dass wir uns im Hauptgeschäft kommen, zum Bäume verladen halt, ne? Also, man könnte aber auch einen Radlader erstmal mieten. Das wäre auch eine Alternative. Ich weiß nicht, was der so einer kostet. So ein etwas größer. Dann muss es eigentlich der Volvo mit der großen Poltergabel sein. Mit der. Der komischen. Mit dieser hängenden. Warum muss es der sein? Weil das Nonplusultra im Holz verladen ist. Okay. Warum? Kommt man damit höher rauf oder? Der ist halt, du kannst da relativ viel machen und der ist halt auch eigentlich dafür gedacht, um die Mammutbäume zu fahren. Ah, okay, ja, die wollten wir ja sowieso dann mal angreifen und das Land da drüben noch holen, ne? Und also da würde ich den auf jeden Fall mal priorisieren. Was kostet die Kiste so? Keine Ahnung. Ich bin gerade am konzentrierten Verladen hier. Konzentriertes Arbeiten. Mal gucken, was die Kiste hier kostet. Ja, bist du deppert. Wieso? 380.000. Nö. Passt doch. Oder so. Was kostet so ein normaler Radlader mit so einer Poltergabel? Weil da passen auch schon viel mehr Bäume rein. Ja. Der kleinste, aber. Kleinste, was hat der? 40. Warte, die nehmen sich, glaube ich, alle viel. Ich weiß nicht, 100 PS ist schon fast ein bisschen mager, oder? Denke ich auch. Aber es macht ja keinen Unterschied bei den.
so. Lange Gabeln sind übrigens dünn, hier zumindest für den... Ja, für den Radlader, nicht für den Frontlader. Das, die muss ich noch mit reinnehmen. Das ist das, was mir gefehlt hat. Ja, aber die Poltergabel, da gibt es ja auch nur... Gibt es da verschiedene Größen von den Poltergabeln? Nicht. Okay. Ihr Entladegreifer LH180, aber das ist ja auch der große, ne? Ja. Pickbackheber. Weißt du, was ich. Hier mal eben Poltergabel. Ich will mal wissen, wie groß die ist. Und dann kann man, wenn wir mal beim Shop, fahren wir ja bestimmt gleich mal dann vorbei. Dann kann man mal vergleichen. Von der. Oh, das ist aber nicht der Shop. Da ist der Shop. Okay. Komm, jetzt ist der eine ist drüben runtergeplumpst wieder. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Poltergabel deutlich größer ist wie die vom Frontlader. Ja, das Problem ist halt nur gerade, das hatte ich ja auch in Frankreich gehabt, mit der Größe, mit der Poltergabel vom Radlader, die ist zwar größer, aber wenn du dann nicht genügend Bäume zu fassen bekommst, dann rutten die dir zwischendurch raus. Das ist der Nachteil von dem Ding irgendwie. Gut, aber das hast du mit dem Frontlader halt auch. Also. So. Oder teilweise, wenn die Poltergabel geschlossen ist, rutschen die wieder. Ja, deswegen will ich mal gucken, ob es irgendwie die eine oder andere Mod-Poltergabel gibt. Bleib bloß da drauf. Hallo, lässt du den jetzt los? So, aber ich weiß, was wir definitiv in der nächsten Folge machen werden, Gatti. Nein. Ich weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden. Schon, wir werden Bäume ziehen. Wir haben jetzt zwei Seilwinden, da kann man ja richtig Action machen. Ja. Ich schmeiß hier nämlich ein paar Bäume. So. Ich bin auf dem Weg zum Sägewerk. Hast du deine Bäume schon verladen? Cool. Ja. Und dann kann man ja beide Missionen gleich abgeben, dann gibt's hier wieder richtig Schotter. Ja. So, diesmal fahre ich langsamer um die Kurven. Wow. Ja, ich hab das so. Oh Gott, schlechte Erfahrung. Oh, okay. Und ich meine, es geht hier gerade so ziemlich steil bergab und der Anhänger schiebt ein wenig. Wie ist das denn passiert? Solange er nicht die Sachen macht wie bei ETS neulich, ist das alles gut. Mhm. Weißt so. Du fährst, wir haben ja da auch den Wintermod mit passender Physik. Mhm. Und ich hatte einen Auflieger, der irgendwie damit nicht zur Rande kam. Du musst dir vorstellen, du fährst kerzengerade auf eine Mautstation zu. Hm. Du bremst und dann siehst du nur noch im Rückspiegel, wie der Auflieger quer kommt, komplett einkeilt und dich dann rumreißt und du in der Bremsphase einen 360-Grad-Dreher mit einem 40-Tonner hinlegst. Cool. Konntest du dann wenigstens weiterfahren? Ich habe aber auch den einen oder anderen Unfall gehabt, wo es mich von der Karte gehauen hat und unter die Karte gehauen hat und ich weiß nicht, genau, das, den muss ich nämlich für heute Abend noch tauschen. Das war irgendwie ganz wild, das Ding da. So, an unserem Sägewerk bin ich schon mal. Okay. Dann kommst du hier gleich vorbei. Ja. So, jetzt können wir Stoff geben hier.
Also nochmal auf das Ding Radlader oder Eisenschmelze. Hm. Also ich würde wirklich die Eisenschmelze bevorzugen, weil die halt dann ein kontinuierliches Einkommen halt auch produziert. Ja, schon klar, aber ja, ich meine. Ja, da ist er. Hallo. Hallo. Spiel? Alles gut bei dir? Spiel macht komische Sachen. So. Oh. Gut. So, diesmal mache ich auch bei der Kurve am Shop ein bisschen langsamer. Auch nur aus Sicherheitsgründen. Dann kann ich ja noch bei meinem Totholz weitermachen. Ach, eine Totholzmission hast du auch noch? Ja, die ich vorhin ja irgendwie letzte Folge, vorletzte Folge irgendwie angefangen hatte. Ah, okay. Ich dachte, hier ist es schon erledigt gehabt. Ne, ich bin ja dann runtergekommen und hatte dir den Unimog mit dem zweiten Auflieger gebracht. Das ist so einer. Oh. Da hatte ich das ja dann unterbrochen. Ah, Vorhand. Hier sind. Oh Gott, Hilfe! Hier sind auch noch so widerliche Dekobäume. So. Warum geht die erste da nicht weg? Hier jetzt. Das ist ja wild. So. Das verstehe ich manchmal nicht. Wieso kann man die Äste manchmal nicht absägen? Wieso kann ich unter dem Baum nicht durchlaufen? Hä? Fertig. Okay. Läuft das. Das ist hier ganz wilde Sachen, die hier passieren. So. Ja. Zack. Ich entaste die Bäume, die ich gefällt habe, schon mal ein bisschen. Obwohl das gerade echt irgendwie crazy ist, aber. Mach mal halt mal ein bisschen. So. Das Köpfchen noch absägen hier. Zack. Oh, da steht ja noch ein bisschen was. Ja, gut. Dann, liebes Reh, es tut mir leid, dein Wald, der muss leider weichen. Wir müssen hier ein Industriegebiet hinbauen. Das ist wichtig. Genau. So schaut's aus. Du kriegst einen Ersatz, Wald irgendwann mal später. Nö, das Reh darf dann auch mal Achterbahn fahren. Oh, das ist ein guter Deal. Da würde ich sofort einsteigen. Da wäre ich sofort dabei. Einmal Achterbahn für mein Zuhause. Super Deal. Oder vielleicht bekommt es auch noch ein Bötchen, wenn wir mal irgendwann eines bauen oder zwei. Eigenes, oder drei. Ein eigenes Boot für das Reh? Ist das nicht vielleicht ein bisschen over? Och, nö. Nicht? Aber wenn der Kacke das sagt. So. Okay. Dann reißen wir hier mal eine schöne Scharneise rein. Oh Gott, geht's hier kurvig runter. Ah. Alles gut. Alles gut? Es ging nur ein bisschen bergab. So.
Den hier noch. Ach, warum die Sega-Animation manchmal abbricht, also ganz wild. Wild things gonna happen here. Oh yeah. Das sind ein paar Baumstämme hier. Oder wenn wir da mal ganz schön viel Spaß haben, Gaki. So. Ja, ich glaube, wir. Missionen würde ich dann jetzt erst vielleicht nur noch die Sahnestückchen annehmen, glaube ich. Bis wir hier mal ein bisschen zur Rande gekommen sind. Ja, denke ich auch. Ja. So, die Totholz, die würde ich jetzt dann erstmal ignorieren. Die Frage ist wegen Felsen, ob wir den Kleinen dann zurückgeben wollen erstmal. Oder. Jawohl, wir wollten die Felsen bei uns noch wegmachen. Ne? Ja, so lange würde ich gucken, wenn dann jetzt noch welche hier auf dem Grundstück sind, die wir dann jetzt finden, so lange würde ich ihn einfach noch behalten. Ja, da werden wir definitiv noch ein paar finden. Ich meine, das Grundstück ist ja riesig. Also wir haben ja zwei Grundstücke. Den Christbaum habe ich auch schon umgeschmissen. Klein, sehr hässlicher Christbaum. So. Ja. Echt? Da kann man hier noch eine ganze Weile entasten hier. Oh, das sind Asten, das ist so. Oh Gott. Wenn das richtig funktionieren würde, das sind Asten, das wäre schön. Ja, das nächste Ding wäre halt ein Vollernter mal kurzfristig mieten. Weiß ich nicht. Einmal alles kurz umhauen, gleich auf Länge machen. Oh, weiß ich nicht, da geht der ganze Spaß doch irgendwie verloren, oder? Mit unserem Umladeplatz und. Ja, komm, wie oft willst du jetzt noch anfangen? Ach komm, säg doch jetzt bitte einfach den Baum um. Vielen Dank. Kann der überhaupt auf 11 Meter ablängen? Ich glaube, die neuen können bis 24 Meter. Oder also nach dem Platinum. Das haben sie jetzt geändert. Mhm. Weil die alten konnten das ja irgendwie nicht, ne? Ja. Entschuldigung. Ja, Kaki, du siehst, ich habe hier mal ein bisschen gewütet. Ja. Hast du da. Achso. Fertig mit deiner Totholzmission? Ja. Ne, Totholz habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Da steht ja auch noch ein kleines Bäumchen. Zack. Jetzt. Ball! Warum willst du nicht umfallen? Er will nicht umfallen. Ich habe ihn schon gesägt. Warte, habe ich schon zweimal gesägt. Oh. So geht das. Jetzt haben wir noch mehr Stückchen da rumliegen. Ja, ein paar Festsparbrettchen. Festsparbrettchen, ah, okay. Ja, gut. Kann man gebrauchen. Kann man die teuer wenigstens verkaufen. Oh. Bestimmt. So,
ist hier ein Wusel hier an Baumstämmen hier irgendwie. Ich sehe gar nichts, ey. So. Gaki. Vector. Ja, ja. Oh ja, oh ja. Liebe Leute, bei YouTube, Feierabend für heute. Nächste Folge, ja, geht's mit Holz weiter. Wer hätte es gedacht? Ja, mal gucken, wie. Ich sehe den Wald von Bäumen nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Also einfach wieder reinschauen, wir würden uns freuen. Und bis dahin, tschüss und ciao. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Kommt auf Twitch vorbei und habt Spaß mit uns hier beim Bäumefällen. Ansonsten, gehabt euch wohl. Bis bald. Tschüss.